Beate D. nimmt gegenwärtig nach der Geburt ihres Kindes Elternzeit in Anspruch. Wenn diese beendet ist, möchte sie gerne ihre Arbeitszeit von bisher 40 Stunden auf 30 Stunden pro Woche reduzieren. Sie möchte wissen, wie sie dabei am besten vorgehen sollte. Ja, die Grundlage für diesbezügliche Ansprüche ist im Paragraphen 8 des Teilzeit- und Befristungsgesetzes, abgekürzt TZBFG, geregelt. Dort ergibt sich also, dass auf die Verringerung der Arbeitszeit unter Umständen ein Anspruch besteht und unter welchen Voraussetzungen das der Fall ist. Was ist denn für unsere Zuschauerin danach zu tun? Sie müsste mindestens 3 Monate vor dem beabsichtigten Änderungstermin sich an den Arbeitgeber wenden und dem Arbeitgeber natürlich erstmal den Wunsch mitteilen, dass sie die Arbeitszeit reduzieren will, auch welchen Umfang das stattfinden soll und wie sich danach die, nach ihren Wünschen jedenfalls, die Arbeitszeit in dem verringerten Umfang verteilen soll. Muss der Arbeitgeber dann darauf reagieren? Er muss, es ist gesetzlich sogar vorgeschrieben, dass er dieses Anliegen der Arbeitnehmerin mit dem Ziel erörtern muss, zu einer einvernehmlichen Vereinbarung zu gelangen. Welche Voraussetzungen müssen denn erfüllt sein, damit der Arbeitgeber den Wunsch von Frau D. zustimmen muss? Also seitens des Arbeitnehmers muss lediglich ein Arbeitsverhältnis seit mehr als 6 Monaten bestehen. Das ist die einzige Voraussetzung, die der Arbeitnehmer erfüllen muss. Beim Arbeitgeber, der Arbeitgeber muss dem Teilzeitverlangen dann zustimmen, wenn betriebliche Gründe, wie es das Gesetz sagt, nicht entgegenstehen. Solche betrieblichen Gründe kann der Arbeitgeber sich natürlich nicht ausdenken, sondern die muss er schon mit Hand und Fuß benennen können. Sie müssen greifbar und nachvollziehbar sein und das sind relativ hohe Hürden, weil es ja ein Recht des Arbeitnehmers ist, gegebenenfalls Teilzeit zu arbeiten. Der Arbeitgeber muss also dann im Streitfall auch wirklich darlegen, welche Beeinträchtigungen sich daraus für ihn ergeben. Es reicht also nicht aus, dass es dem Arbeitgeber vielleicht einfach nicht in Kram passt, dass der Arbeitnehmer da in Teilzeit arbeitet künftig. Welche Möglichkeiten hätte unsere Zuschauerin, wenn der Arbeitgeber dennoch nicht zustimmt, obwohl er keine überzeugenden Gründe hat, die der Verringerung der Arbeitszeit entgegenstehen? Ja, spätestens dann wird sich die Zuschauerin dort um anwaltliche Unterstützung bemühen müssen. Zunächst mal wird auch der Anwalt sich darum bemühen, eine außergerichtliche Lösung mit dem Arbeitgeber herbeizuführen, den Arbeitgeber also mehr oder weniger davon zu überzeugen, dass die Rechtslage das Anliegen des Arbeitnehmers oder der Arbeitnehmerin hergibt. Wenn das aber nicht zum Erfolg führt, es kommt also immer wieder vor, dass die Arbeitgeber also auch glauben, sie müssten es nicht näher begründen, warum sie damit nicht einverstanden sind, dann wird man eine Klage auf Zustimmung zu dieser Veränderung der Arbeitszeit erheben müssen. Die Änderung dieser Arbeitszeit kann dann allerdings natürlich erst mit Rechtskraft der Entscheidung des Gerichtes erlangt werden und erst dann würde sich tatsächlich die Arbeitszeit reduzieren. Das kann aber ganz schön dauern, oder? Naja, es ist im arbeitsgerichtlichen Verfahren ja so, dass der Gütetermin, den das Gericht zunächst mal zu bestimmen hat, relativ kurzfristig kommt von den Gerichten oder bei den Gerichten natürlich sehr unterschiedlich, aber hier in unserem Gerichtsbezirk durchaus denkbar innerhalb von 14 Tagen, dass man da einen Termin zur Güteverhandlung hat. Das Arbeitsgericht, das arbeitsgerichtliche Verfahren ist häufig also auch so, deswegen gibt es auch diese Gütetermine, dass in diesen Güteverhandlungen sehr häufig Einigungen dann erzielt werden, wenn nämlich also auch die Autorität des Richters daran mitwirkt, dann möglicherweise der einen Arbeitsvertragspartei die Rechtslage etwas näher zu bringen. Ansonsten könnte man darüber nachdenken, ob im Ausnahmefall auch mal eine einstweilige Verfügung beantragt werden könnte. Da ist die Rechtslage nicht ganz so eindeutig. Die Arbeitsgerichte sind sich da nicht ganz so einig. Es müssen dann schon sicherlich schwerwiegende Folgen oder Nachteile drohen, um eine einstweilige Verfügung zu bekommen vom Arbeitsgericht. Ansonsten wird man es in der Tat, wenn auch in der Güteverhandlung keine Einigung erzielt werden kann, muss man es dann eben durch die Instanzen notfalls ausstreiten. Frage und Antwort. Der Ausbildungsbetrieb unseres 17-jährigen Sohnes hat ihm gegenüber das Ausbildungsverhältnis fristlos gekündigt. Wir haben das 4 Wochen alte Schreiben zufällig in seiner Tasche gefunden. Können wir gegen die Kündigung noch etwas tun?
Auf jeden Fall ist es so, dass die Kündigung schon deshalb unwirksam ist, weil die Kündigung gegenüber einem Minderjährigen nicht unmittelbar diesem gegenüber erklärt werden kann, sondern immer gegenüber den sorgeberechtigten Eltern abgegeben werden muss. Durch diesen Formfehler sind auch keine Fristen für die Erhebung einer Kündigungsschutzklage in Gang gesetzt worden. Am besten wird es sein, wenn Sie und Ihr Sohn sich an einen Fachanwalt für Arbeitsrecht wenden.